Was ist wichtig zu beachten bei der Korrektur der Alterssichtigkeit mit dem Laser, ist, dass wir nicht 100% der Sicht korrigieren, sondern wir korrigieren einen Ausschnitt. Das heißt ungefähr, schätze ich mal, ca. 80%. Das heißt, es kann sein, dass ein Patient am Abend bei der Dämmerung beim Autofahren eine Fernbrille braucht. Und es kann auch sein, dass der Patient eine kleine Lesebrille braucht, wenn er das ganz klein fein gedruckte lesen möchte. Ja? Aber die Korrektur der Alterssichtigkeit mit dem Laser sollte die meisten Bereiche bei den meisten Situationen bestens abdecken. Nur die speziellen Bereiche sind dann zusätzlich eben mit einer Brille zu versorgen.